Ich kann nicht glauben, wie du siehst, wo ich gern sehen würde, dass es uns gibt. Wer meldet sich an und kommt dann nicht? Und kommt dann nicht. Man zahlt sein Dasein nach Plan, kämpft in Städten gegen Namen an, mit sich und anderen, mit sich und anderen. Doch wir melden uns irgendwann schon. Doch wir. Bei mir ist Bruno. Hallo. Hallo Bruno. Du wirst jetzt gleich hier im Lufo in Krumbach ein Konzert spielen. Ein Stubenmusikkonzert. Ein Stubenmusikkonzert. Zusammen ja. mit Markus Christ. Genau. Du stammst ursprünglich hier aus der Gegend. Ich bin in Krumbach tatsächlich geboren und aufgewachsen bis zu meinem, wann mich weggang, 21. Und dann bist du nach Augsburg geflohen. Genau, in die große weite Stadt. Was ist denn so, was würdest du denn sagen, ist der Vorteil in der Großstadt zu leben und was ist der Vorteil hier in Krumbach zu leben? Der Vorteil in der Großstadt ist, dass es halt natürlich ein größeres Angebot gibt, was Kulturangebote angeht. Also sprich Konzerte, Kino, Bars, Clubs, so. Inzwischen wohne ich schon so lange in Augsburg, dass Augsburg auch wieder eine bestimmte kleine Größe eingenommen hat. Aber was auch wieder schön ist, weil man kennt einfach, wenn man weggeht, jemanden so, ohne dass man was ausgemacht hat. Da wären wir dann auch schon bei Krumbach. Da ist es ja ähnlich. Ja. Wenn man sich irgendwo hinbegibt, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass man auf jemanden stößt, den man kennt und da eine gute Zeit haben kann. Ja. Ansonsten, ja, also Augsburg hat die richtige Größe, wenn man mit dem Fahrrad noch überall gut hinkommt. Aber es ist tatsächlich und trotz allem auch ein bisschen anonymer. Also ich kriege jetzt nicht so viel von meinen Nachbarn mit, was mir auch mal ganz recht ist. So. Gut, also ich meine, damit es in Krumbach ein bisschen mehr Kulturleben gibt, dafür bist ja du heute angereist. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du wirst heute alte Songs spielen, aber auch neue. Genau. Du hast auch vor, ein neues Album rauszubringen. Ja, im nächsten Jahr. Was kannst du darüber schon erzählen? Das Album wird heißen Mehr Innen als Außen und es beschäftigt sich, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick wahrnimmt, mit der eigenen inneren Tiefe und das Ganze aber auch immer auf einen Blick gerichtet, auf zwischenmenschliche Dinge und gesellschaftliche Dinge auch. Mhm. Und in der letzten Zeit habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass von außen extrem viel auf einen einprasselt. Es ist ja gerade so ein Nerv der Zeit. Man ist total überfordert, weil alle irgendwie Facebook, WhatsApp, Internet, Medien hier und da und sowieso. Und dann kommt irgendwie auch noch Druck von Kollegen aus dem Freundeskreis. Jeder hat eine Meinung zu irgendwas. Und ich fände es schön, wenn die Leute ein bisschen mehr wieder nach innen sich kehren und auf ihr Herz und auf ihren Bauch hören und mehr machen, anstatt drüber zu reden. Das ist so die Quintessenz ein Stück weit. Das ist natürlich auch ein trauriges Album oder melancholisch, sage ich mal, aber das ist halt so mein Ding. Das war beim ersten Album ja auch schon. Ja, das war beim ersten Album auch schon so, aber das ist immer, was mich halt viele Leute immer fragen, jetzt gib doch mal Gas und mach doch mal ordentlich Rock. Und das bin aber nicht ich. Es gibt ein paar Songs drauf, das habe ich aber auch Markus Christ zu verdanken, weil der da am Anfang, als wir angefangen haben, die Songs zu schreiben, sehr viel Schlagzeug gespielt hat auch und der hat so einen total geilen Drive und gute Ideen und ein paar Songs gehen tatsächlich ein bisschen mehr ab. Ich sehe melancholische Songs schon auch immer sehr positiv an, weil sie durch die Traurigkeit einfach für mich auch oft dann in die positive Richtung was transportieren. Das hat ja oft dann auch diesen Aspekt, dass man, wenn man traurige Musik hört, sich darin wiederfindet und sich verstanden fühlt. Im ersten Album war ja doch, also korrigiere mich gern, wenn ich mich täusche, aber ich hatte den Eindruck, dass da schon diese Befindlichkeiten, also gerade so beziehungsorientierte Befindlichkeiten, doch ein Schwerpunkt war. Ja, ja, definitiv. Und, das heißt, man könnte sagen, dass das Album, du hast gerade gesagt, auch so ein bisschen gesellschaftsrelevante Themen aufgreift. Das kam dadurch, also diese Reizüberflutung durch die Medien, hat dich das dazu getrieben oder gibt es da noch einen anderen Grund dafür? Schon auch ein Grund, dass vor einigen Jahren ist zum Beispiel mein Schwager verstorben, der hat Krebs gehabt, was mich ganz lang beschäftigt hat. Klar, dann trauert man auch und vermisst denjenigen. Da war auch ganz viel, da waren auch ganz viele Ansätze mit dabei, also bei ein, zwei Songs, das kann ich so sagen. Eins heißt Herzschläge. Das zielt dann schon in die Richtung ab, wie geht man dann damit überhaupt um selber, wenn man einen Menschen verliert, der einem wichtig ist. Und daher kommt es schon auch, dass man sich in so einer Phase im Leben auch tatsächlich anfängt, mit sich selber zu beschäftigen und auch mit Dingen, die man wirklich will und Dinge, die einem wichtig sind und auch Menschen, die einem wichtig sind. Und das geht in der heutigen Zeit leider echt oft verloren, so dass halt
Also vieles halt so an der Oberfläche. Es ist wichtig, bestimmte Sachen zu haben, bestimmte Produkte oder bestimmte tolle Erlebnisse. Ich meine, alle Leute teilen ihr Essen auf Facebook und wo sie gerade im Urlaub sind und so, aber es ist doch eigentlich viel wichtiger, das mit bestimmten Leuten zu teilen, mit denen man im Urlaub gerade ist und so. Und ja, das war für mich eine der prägendsten Erfahrungen. Auch ich habe ein bisschen eine Auszeit genommen und war mit meiner Freundin auf Island unterwegs und wir sind da 4 Wochen am Wandern gewesen. Ich hatte tatsächlich kein Handy dabei und das war, da zehre ich immer noch davon, weil es eine sehr befreiende Zeit war für mich. Man könnte jetzt unterstellen, dass ich diese Haltung, dieses Back to the Roots oder dieses Reduzieren, nenne ich es jetzt mal, dass sich das durchaus auch in deiner Musik, also in der Art deiner Musik widerspiegelt, in der Instrumentierung und in diesen spärlichen elektronischen Einflüssen, die da mit reinkommen. Es ist tatsächlich so, dass wir oder ich extrem viele Spuren auch aufgenommen habe für bestimmte Sachen, um so bestimmte Klangwelten zu finden. Viel Metall, das mache ich ja heute Abend auch und da stehe ich auch voll drauf. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn es so Momente gibt, wo alles kippt und dann ist zum Beispiel nur noch eine Gitarre und eine Stimme da und sonst gar nichts mehr und das richtig trocken rüberkommt. Und genau, das sind die Momente, die ich dann damit auch wieder versuche, wieder zu spiegeln. So, ja. Ja, heute im Lufo wird wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, das Publikum recht gemischt sein. Schätze ich auch. Wie ist es sonst bei deinen Konzerten? Auch unterschiedlich, wo es ist. Ich habe total tolle Erfahrungen gemacht bei Wohnzimmerkonzerten, weil da einfach oft Leute sind, die halt irgendwie eingeladen werden und dann mischt sich das normalerweise auch ganz gut durch. Klar, wenn man in irgendeinem Indie-Club spielt, dann ist meistens schon jüngeres Publikum da. Aber auf was ich echt schon, wo ich einfach echt auch drauf stehe, ist, wenn man bestuhlte Konzerte hat, wo sich die Leute auch hinsetzen können und zuhören können. Und das ist ja eigentlich auch das Wichtige an der Musik, dass man sich. Klar, da geht es um im Endeffekt, ja. Genau, dass man sich da auch reinbegeben kann und zuhören kann und da auch seine eigenen Bilder irgendwie erzeugen kann beim Ja. Zuhören. So. Ja. Die Wertschätzung für die Musik halt Genau, zelebrieren quasi. Ja. ich freue mich mal wieder in Krumbach zu sein und quasi im Lufo oder im Wiedemannskeller zu spielen. In dem Laden habe ich sehr viele Jahre meiner Jugend verbracht und das erste Lied, mit dem ich heute Abend anfange, heißt tatsächlich auch Bier meiner Jugend. Ha, sehr schön. Besseren Einstieg kann es ja Das, nicht geben. genau. Optimal. Ja, schön, dann freuen wir uns auf das Konzert mit dir Ich und auch. Vielen Dank. vielleicht komme ich ja mal wieder nach Krumbach. Definitiv. Alles Ja. klar. Dankeschön. Mach's gut. Du auch. Danke. Und dafür nur ein Händedruck, der nach Hilfe schreit. Doch wir melden uns irgendwann schon. Doch wir melden uns dann irgendwann schon. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.